meine Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist ein ganz besonderer Tag und zwar ist mein Geburtstag. Ich bin heute 22 Jahre alt. Ich bin aus Mallorca. Auf jeden Fall hole ich gleich Günay vom Flughafen ab. Eigentlich um 6 Uhr losfliegen. Jetzt hat er irgendwie Verspätung. Genau, hole ich auf jeden Fall Günay in Palma ab. Dann noch was frühstücken. Und dann treffen wir meine Eltern, meinen Bruder und Saskia auf dem Boot und fahren dann halt so Boot den Tag und abends gehen wir essen. Das ist so der grobe Tag heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Schaut mal Leute, ich habe mir gerade diese iPads drauf gemacht und die... Das ist einfach schön. Leute, ich bin ready. Ich habe mich hier fertig gemacht. Ich habe so einen extra girly Look an. Ich wusste gar nicht, was ich anziehen soll, aber es ist ja so warm hier gerade, dass man irgendwie die ganze Zeit im Schutz, deswegen dachte ich einfach so wenig wie möglich. Genau, ich habe auch extra für Günay noch so, wie heißt das, Sonnencreme, Deo, Mundspülung und sowas mitgenommen. Einfach weil er über die Nacht geflogen ist und ich weiß, dass er davor gearbeitet hat, ne? Da hat er auch keine Möglichkeit, sich Zähne zu putzen und so. Also einfach damit er sich gleich ein bisschen fresher fühlt, falls er überhaupt benutzen möchte. Ja, genau, ich fahre jetzt 40 Minuten zum Flughafen. Und hoffe, dass mein Schatzi pünktlich ankommt. Ich bin jetzt am Flughafen angekommen. Auf jeden Fall gelandet hat er mir geschrieben. Und ich glaube, ich gehe gleich auf süß zu dem Ausgang und dann warte ich da auf ihn. Günay, der Arme, wirklich hat gestern Nacht noch gearbeitet als Barkeeper. Ist dann von um 4 zum Flughafen, hat dann um 6 den Flieger genommen. Ich konnte überhaupt gar nicht schlafen, Leute. Ich hatte irgendwie so ein unruhiges Gefühl, dass es irgendwie nicht klappt mit Günay. Dann hat er mir irgendwann auch mal geantwortet und dann schickt er mir so eine riesengroße Schlange vor der Sicherheitskontrolle. Ich habe schon so Panik bekommen, weil ich dachte so, mein Gott, nach einer Stunde geht's im Flieger. Und die war so wirklich randvoll. Ja, ich dachte schon, ich verbringe meinen Geburtstag ohne ihn. Ich habe Günay gerade eingesammelt und wir gehen jetzt einmal schnell zur Apotheke, weil irgendwie ist sein Augenlid entzündet. Ich glaube, es ist von Gerstenkorn. Das ist voll doll, der Arme. Deswegen ist er hier undercover mit Sonnenbrille. Ja, Digga, was sagen? Hey, wir zeigen denen das einfach, Schatzi. Haben die auch mal unterbissen oder? Schaut mal, Leute. Seht ihr, wie dick das hier ist? Baby. Also ich habe uns übrigens einen Brunch-Spot rausgesucht. Brunchit heißt das. Ich hoffe, da ist nicht so viel los. Da gehen wir jetzt hin. Wir sind auch gleich da. Ja, aber das sah sehr, sehr lecker aus. Ich habe auf TikTok so Palma Breakfast eingegeben und da kamen da so ein paar Sachen. Genau. Na, wie geht's dir? Sehr warm. Wie lange seid ihr schon? Hui. Das ist hier schon sehr warm. Wir wollten schon einen 5er Pool bestellen, aber dann haben wir es da nicht gemacht. Ne, ehrlich? So, wir sind jetzt bei meiner Family und zwar im Hafen. Wir fahren kein Boot mehr. Irgendwie ist was mit dem Motor und morgen schaut sich das der Mechaniker an. Irgendwie ging das heute leider nicht mehr. Genau, deswegen trinken wir hier noch was und dann fahren wir zurück und mal gucken, was der Tag noch bringt. Das zweite Geburtstagskind. Ja, Prost.
Meinst du, sie kauft sich ein Ticket denn wenigstens oder fährt sie schwarz? Günay ist heute nicht in Topform. So, ich habe mich fertig gemacht. Das hier ist mein Outfit. Die Schuhe müsst ihr ignorieren, die ziehe ich noch natürlich aus. Ich ziehe keine roten Flipflops so an. Ich bin eigentlich ready. Ich wollte mir erst meine Haare machen. Dann dachte ich so, oh, ich habe keinen Hitzeschutz und dann lasse ich es lieber. Vieles erzähle ich immer doppelt in meiner Story und hier. Deswegen, Leute, die meine Story gesehen haben, die werden es eh schon gesehen haben jetzt. Aber Günay hat mir ein Piercing geschenkt, Leute. Schaut mal. Ist das nicht schön? Ich habe das jetzt auch gewechselt. Ich weiß, ich habe das noch nicht so lange. Ich habe das jetzt, glaube ich, 1,5 Monate, 2 Monate. So, meine Lieben, es tut mir leid, dass ich mich noch gar nicht gemeldet habe heute. Wir sind gestern spät zurück und dann sind wir heute Morgen aufgewacht und dann war irgendwie wieder was mit dem Boot und keine Ahnung, irgendwie, Leute, egal wie. Ja, Günay ist vorhin nochmal zu meinem Bruder und meinem Dad gefahren, hat da den Bootsschlüssel gebracht, den haben sie natürlich praktischerweise vergessen. Wir Mädels waren eigentlich die ganze Zeit zu Hause und ich habe hier ein YouTube-Video geschnitten, saß draußen im Schatten auf jeden Fall, sonst man hält es hier in der Sonne gefühlt überhaupt nicht aus. So, wir gehen jetzt laufen. Diesmal habe ich immer Unterstützung von meinem lieben Herrn Schatz. Und ich habe hier wieder mein cooles Set an, also irgendwie zusammengewürfelt. Und wir laufen jetzt eine kleine Runde, aber die hat voll viel Höhenunterschiede. Deswegen ist die echt ganz schön anstrengend. Und wir haben ja generell 30 Grad, also ist okay. Kriegen wir hin. Leute, guck mal, wie rot ich bitte bin. Wir sind gerade so gehetzt hierher gefahren. Also wirklich, ich glaube, wir haben es noch nie so schnell fertig gemacht. Ich bin auch noch komplett rot vom Laufen. Wie war das Essen? Es war sehr lecker. Ja. Ich muss sagen, meine Emotion war eigentlich voll klein, dachte man, aber ich bin so satt. Also es hat voll gut gepasst. Günay hat uns ein Campari Orange empfohlen. Es war richtig lecker. Also mir hat er sehr gut geschmeckt, dir nicht ganz so, oder? Ja, also. War gut. Und am Ende hatten wir so ein Schoko, wie hieß das dort? Ich glaube, das heißt Kaulan, also Kauland geschrieben. Also so ein Schokosoufflé, so ein Labercake, keine Ahnung. Mhm. Auch richtig lecker. Ja, und der Espresso war okay, aber... Richtig lecker. Mein Schatz hat mich eingeladen. Schaut euch mal die Location an. Das ist ja der Hammer. Jo. Auf meinem Auge geht es einfach auch überhaupt nicht besser. Mach mal dieses Gesicht, Schatz. Also Leute, ich weiß nicht, wir sind ja so Harry Potter Fans. Können wir ja ganz offen und ehrlich sein. Und kennt ihr diese Stelle, wo Harry Potter im Wald ist? Das ist, glaube ich, der vorletzte Part. Und er so sein Gesicht, oder Hermine sein Gesicht so verformt, damit man ihn nicht erkennt, weil da sind böse Menschen. Ja. Mein Gott. Wenn er sein Gesicht so verformt. Guck mal, Leute, wirklich, ich blende hier ein Bild ein, als sieht einfach so aus. Ach, guck mal, der Mond, Schatz. Heute ist Vollmond, oder? Ja. Hast du dein Outfit schon gezeigt? Schuhe sind ganz schlicht.
Und mein Kleid habe ich, glaube ich, irgendwie aus Italien, aus so einem... Also man sieht halt dein BH durch, ne? Ja, das ist normal. Ja, und das Kleid ist irgendwie von einem Touri-Shop in Italien. Valentino, cool. Strand hier auf Mallorca. Das ist so ein bisschen, glaube ich, wie in der Karibik. Also das ist so richtig schönes, blaues, türkises Wasser und so ein riesengroßer weißer Sandstrand. Ich war da irgendwann schon mal, deswegen habe ich das im Kopf. Und ja, das machen wir jetzt. Wir sind gerade auf dem Weg dahin. Ich glaube, wir fahren eine halbe Stunde oder so. So, Leute, seit einer halben Stunde am Warten auf dem Parkplatz. Wie ist Ihre Laune? Das war echt ein richtiger Reinfall. Also ich sag's dazu gar nicht mehr. Ich bin einfach nur am Maßlos enttäuscht von der Entscheidung meiner Frau. Aber. Oh Leute, wir sind durch. Ich hab uns noch so ein Eis haben mit eingepackt. Wie ist es, Kühne? Hammer. Er freut sich richtig, uns zu haben. Personal, I promise. Don't let your emotions make you stay the wrong thing. Can't go where I'm going, you stayed in the wrong name. Wir waren vorhin eigentlich noch zu Hause. Ich muss sagen, der Tag war irgendwie ein bisschen also anstrengend und nicht so toll. Irgendwie, es hat einfach alles so lange gedauert. Wir mussten so viel warten und keine Ahnung, war irgendwie ein bisschen nervig am Ende. Sieht aus, als ob ich keine Haare auf dem Kopf habe, aber wir gehen jetzt was trinken, und zwar im Porto Colom, und danach gehen wir wahrscheinlich noch in eine Bucht. So, Günni und ich waren gerade laufen. Konzert sind eben auch dabei. Und danach sind wir einmal kurz unter den Gartenschlauch gegangen. Und jetzt gehen wir duschen. Und dann gibt es Nudeln. So, ich habe jetzt gerade geduscht und färbe gerade meine Augenbrauen. Das ist mal wieder notwendig, weil ich habe vorne echt nicht so viele Härchen. Und dadurch, dass ich sie dann färbe, dann sieht das noch ein bisschen mehr aus. So, meine Lieben, ich bin wach. Ich habe mir gerade mein Gesicht gewaschen. Ich habe hier so ein weißes Outfit angezogen und ich weiß noch nicht, wie ich das anlassen möchte. Oder hier ist noch so ein pinkes Shirt. Das ist wirklich richtig ultra girly, süß. Ich möchte nämlich gleich ein Foto machen und eigentlich mag ich ja pinks ultra gerne. Ja, Leute, keine Ahnung. Mal gucken, eigentlich ist das hier schon ein bisschen so cuter, ne? Ich weiß nicht. So Leute, wir sind jetzt nach Palma gefahren. Ich muss sagen, ich bin heute gar nicht gut drauf. Mich nervt alles und jeder irgendwie. Also wirklich, die Autofahrt hier war eine Katastrophe. Ich saß in der Mitte, bin nicht so breit gemacht. Ich wollte dann so lernen, aber ich hatte gar keinen Platz für meinen Arm, um irgendwie zu schreiben. Und ach, ich weiß nicht. Egal. Ich hoffe, das wird jetzt ganz nice. Ich freue mich schon auf mein Eis. Das esse ich gleich erstmal. Und dann gehe ich vielleicht zu Zara. Vielleicht finde ich da irgendwas Schönes. Ja, das ist der Plan, Leute. Und ihr habt hier mein Outfit. Die Tasche habe ich von Saskia geschenkt bekommen.
haben leider hier kein Gym. Kein Problem. Ah! Ah! So, wir gehen jetzt wieder nach Hause. Wir waren eben gerade noch in diesem Cappuccino-Café. Das war, ja, eigentlich schön, aber ich habe da jetzt ein Wasser getrunken und dann sind Gül und ich auch wieder abgehauen und so ein bisschen noch zu zweit spazieren gegangen. Und ja, ich habe mir ein schönes Kleid bei Zara gekauft. Das zeige ich euch später. Jetzt müssen wir uns auch beeilen. Es ist irgendwie schon 18.30 Uhr und um 20 Uhr haben wir unseren Tisch und wir fahren auch relativ lange. Ja. So, wir sind zu Hause. Der knirscht hier so. Saski ist am Knirschen und meine Haare gehen ja gar nicht, Leute. So, auf jeden Fall wollten Güne und ich eigentlich noch laufen gehen, aber wir haben keine Zeit. Sehr schade. Keine Schuh-Recommendation. Tun wir? Nee, die sind richtig gut. Die haben von Onigo. Haben 19 Euro gekostet und die sehen ja so fresh aus. Also die sehen ehrlich voll schön aus, aber ich glaube nicht, dass sie an jedem Fuß schön aussehen. Ich gehe jetzt was frühstücken mit Felix zusammen. Das ist übrigens das Kleid, was ich mir gestern gekauft habe. Günther und ich haben es gerade zur Badebucht wieder geschafft, zu einer anderen. Wir haben Konstantin und Saski rausgelassen. Die fahren jetzt fliegen jetzt ein bisschen mit der Drohne. Und wir gehen währenddessen baden. So, ich habe mir einmal eine andere Frisur gemacht und wir gehen jetzt mit der Family ein Eis essen. Wir haben eben gerade die ganze Zeit das Boot sauber gemacht. Es war so eine Arbeit, ich glaube, wir waren da 3-4 Stunden bei. Wir haben wirklich mit Scheuermilch das ganze Polster geschrubbt und jeden kleinsten Raum sauber gemacht. Aber es ist endlich fertig, ist abgedeckt und jetzt ist nur noch der Entfeuchter drin und arbeitet. Genau. Ich habe eben schnell geduscht und ich bin jetzt fertig. Schon in Palma. Güne macht jetzt praktischerweise das Fenster gerade auf, wo ich hier mein Zimmer bin. Auf jeden Fall sind wir mit einem Auto unterwegs und meine Eltern und Konstantin und Saskia sind auch mit einem unterwegs, also sind wir mit zwei. Und das ermöglicht uns die Chance, dass wir jetzt noch ein Eis essen gehen in Palma. Es ist so, so lecker, weil innen drin ist einfach nochmal so Schokolade. Das ist das beste Eis. Wirklich, ne? Das ist so ultra lecker. Hier Leute, das ist es.
So, meine Lieben, ist der letzte Tag, also beziehungsweise Abreisetag. Ich habe eben gerade noch mit Günay ein Foto gemacht. Er hat ein Foto von mir gemacht. Das war sehr, sehr lieb von ihm. Da sind wir zur Steilküste da hinten hingefahren. Das war voll schön. Und ja, Bettwäsche und sowas habe ich alles schon abgezogen. Das kommt jetzt noch in die Waschmaschine. Meine Eltern bleiben noch 2 Tage länger hier. Das ist ganz praktisch. Ja, und gleich fahren wir nach Palma, essen wir noch ein Eis. Und dann wird das Auto abgegeben und dann fliegen wir zurück. So richtig verabschieden tue ich mich jetzt. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dass wir uns beim nächsten Mal sehen.